Hallo zu diesem Video. Ich zeige euch heute eine Neuheit aus unserem Online-Shop. Unser beliebtes Gießpulver gibt es jetzt nicht nur in Weiß, sondern in 6 verschiedenen Farben fertig angemischt. Da müsst ihr nur noch das Gießpulver mit Wasser mischen, einfüllen in eure Förmchen und schon habt ihr eure Dekoration fertig. Ich zeige euch hier jetzt die einzelnen Farben. Ich habe mir jetzt ungefähr 150 Gramm vom Pulver in so kleine Becher gegeben und mische jetzt das Pulver mit Wasser an. Die genaue Anleitung habt ihr auf der Verpackung mit drauf. Ich empfehle trotzdem, immer erst ein bisschen weniger Wasser zu verwenden und dann bei Bedarf nach und nach Wasser dazuzugeben, bis ihr eine schöne gießfähige Masse habt, die ich jetzt hier in so kleine Silikonförmchen gebe. Dann stelle ich das auf die Seite und lasse das 2 Stunden aushärten. Dann könnt ihr die Formen entnehmen und dann nochmal komplett trocknen lassen. Wenn euch die Farben zu intensiv sind, könnt ihr die natürlich auch mit unserem weißen Gießpulver mischen und so ein bisschen variieren. Normal verwende ich ja keine Einwegbecher für die Gießmasse, sondern unseren flexiblen Gummibecher. Den und die einzelnen Farben verlinke ich euch natürlich unten in der Infobox. Und nur jetzt hier für die vielen, vielen verschiedenen Farben habe ich jetzt diese Einmalbecher verwendet. Nach dem Aushärten könnt ihr dann eure Dekoration schon vorsichtig entformen. Ihr seht, an den Silikonformen bleibt nichts haften, also direkt geeignet, um nochmal ein paar Sachen zu gießen. Und hier seht ihr jetzt die einzelnen Farben. Also es gibt Grün, es gibt Rosa, es gibt Violett, Hellblau, Gelb und Orange. Also schöne Farben für den Frühling oder für Ostern. Die kleinen Gugelhupfformen sind ideal für Stabkerzen geeignet. Da könnt ihr unsere Punschkerzen nehmen. Die haben schon unten so einen Sockel. Die passen wirklich sehr gut in die Form. Oder ihr nehmt einfach Tafelkerzen. Die spitze ich mit unserem Kerzenspitzer nochmal an, damit die Kerze wirklich sicher abbrennen kann. Ich hoffe, ihr habt Lust bekommen auf unsere neuen Farben. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, welche Farbe euch am besten gefällt. Abonniert sehr gerne unseren Kanal, um beim nächsten Video wieder mit dabei zu sein.